Und einfach dieser Aspekt von doch irgend sowas wie Freiheit entdecken, einfach draußen sein können, ohne dass das jetzt unter bestimmte Regeln funktionieren muss, ohne dass das in eine bestimmte Institution eingebettet ist, das ist etwas, was ich in der Stadt für meine Kinder vermisst habe. Ich habe einfach gesagt, das war ein ganz wesentlicher Aspekt für mich am Aufwachsen, dass ich einfach alleine oder mit Freunden irgendwo in den nächsten Wald reingehen kann, da anfangen kann, ob das jetzt damals noch eine Baumhütte war oder irgendwie ein Staudamm beim Bach oder so irgendwas zu bauen und da einfach auch Tage damit verbracht habe, das einfach nach meinen eigenen Regeln zu machen. Aber ich sage einmal, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, den wir hier haben. Wir haben halt einerseits die Möglichkeit, diese Infrastruktur, sei es jetzt Skifahren, Langlaufen oder auch Eislaufen, alles was dazugehört, Hallenbad und so weiter, wo ja die Kinder natürlich großes Interesse haben, das auch zu machen, weil es ja auch, sage ich mal, zu einem gewissen Teil auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Und wir halt die Möglichkeit haben, einerseits diese institutionalisierten Tätigkeiten auszuführen und gleichzeitig aber auch diesen Freiraum haben, wo wir sagen, okay, wir machen dieses vollkommen losgelöst von jeglicher Infrastruktur, die da bereitgestellt wird.